Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Die gruseligsten urbanen Legenden aus aller Welt. Und wir beginnen direkt mit einem Land aus dem hohen Norden. Beziehungsweise ihr habt die Reihenfolge für die nächsten Folgen bestimmt. Island, Tibet, die Niederlande und die Türkei beziehungsweise das Osmanische Reich. Die Slowakei kommt dann wieder in die nächste Umfrage. Jedenfalls beginnen wir die zweite Staffel mit der Insel aus Feuer und Eis, Island. Und Island wird direkt ein Zweiteiler, da es diesem Land auf jeden Fall nicht an Legenden mangelt. Und deshalb viel Spaß bei den gruseligsten urbanen Legenden aus Island Teil 1. Die wohl bekannteste und auch beliebteste Legende in Island sind wohl die Elfen. In Island und in Schottland bedeuten die jeweiligen Namen für die Elfen wörtlich übersetzt das edle Volk. Insgesamt unterscheidet man in Island 13 verschiedene Elfenvölker, wobei die Hochelfen das höchste Elfenvolk darstellen. Gemeinsam haben diese 13 Elfenvölker jedoch ihren König Oberon, der auch als Herrscher über die Geisterwelt gilt. Während mindestens 7 der Elfenvölker die Menschen eher verachten, gibt es zumindest eine Elfenart, die sich den Menschen immer mal wieder zeigen soll. Das sind die sogenannten Huldufolk. Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, halte es aber für nicht sehr wahrscheinlich. Jedenfalls zeigt sich diese Elfenart der Legende nach zu genau 4 Festen: Silvester, Dreikönig, Midsommer und Heiligabend. Zahlreiche Aussagen aus Island sprechen davon, dass verschiedene Leute das Glück hatten, solch einen Elfen zu Gesicht zu bekommen. Und die Huldufolk machen den Menschen auch Geschenke. Die Legende besagt jedoch, dass man sie besser nicht annehmen sollte, da dies Unglück bringen soll. Trotzdem erwidern die Isländer diese Geschenke mit Geschenken ihrerseits. So werden in Island bis heute sogenannte Alfhol gebaut, damit Elfen darin leben können, wenn sie denn wollen. Alfhol sind kleine Holzhäuser, die die Menschen für die Elfen gebaut haben. Ursprünglich hatten sie den Zweck, die Elfen nicht nur hervorzulocken, sondern sie nebenbei auch noch zum Christentum zu bekehren, weshalb die Alfhol häufig in der Nähe von Kirchen gebaut wurden. Heute dienen sie eher dazu, dass die Hoffnung irgendwann belohnt wird und wirklich irgendwann ein Elf in eines dieser Häuser einzieht. Wenn man sich an den schwarzen Stränden von Vik entlang bewegt, die Sonne genießt und sich nichts weiter Schlimmes denkt, kann es ab und zu passieren, dass man unverhofft einem Troll begegnet. So sagt zumindest die Legende. Diese Trolle sind gemeinhin friedlich und greifen einen nur an, wenn man sie zuerst angreift. Sie leben in den Wäldern oberhalb der Strände und kommen nur nach unten, um zu sehen, ob jemand ihrem Hause eventuell zu nahe kommen könnte. Abseits davon kann man von dem schwarzen Strand aus Reynistrangar sehen, was Felsformationen vor der Küste Islands sind. Dazu besagt eine weitere Legende, dass es sich bei diesen Felsen um versteinerte Trolle handelt, die im Sonnenlicht gefangen wurden, weil sie versucht haben, Schiffe vom Strand aus an Land zu ziehen. Die Versteinerung war schließlich ihre Strafe. Skrimslis sind Seemonster, die in ihrer Erscheinung stark variieren können, aber trotzdem eine feste Legende in Island darstellen. Da es so viele verschiedene Varianten der Skrimslis gibt, was allein schon ihre Entstehung und ihr Aussehen angeht, gehe ich jetzt mal auf 3 Varianten näher ein. In einer Variante sind Skrimslis riesige Seeschlangen, die bei schweren Stürmen die Küste von Island angreifen. Manchmal sind sie es sogar selbst, die diese Stürme verursachen. In dieser Variante sind die Skrimslis abgrundtief bösartige Wesen, die die Menschen entweder töten oder versklaven wollen.
In der zweiten Variante handelt es sich eher um scheue Wesen, aber ihr Aussehen ist interessant. So sollen sie einem Plesiosaurus sehr ähnlich sehen. Diese Variante geht sogar auf das Ungeheuer von Loch Ness in Schottland ein. So soll Nessie eines von vielen Skrimslis sein, welches die Boshaftigkeit der Menschen nicht mehr ertragen hat und sich seitdem in Loch Ness versteckt. Und die dritte Variante spricht von Drachen. Skrimslis sollen Drachen sein, die einst die Welt beherrschten. Als sie langsam die Kontrolle verloren, zogen sie sich ins Meer zurück, was deshalb ging, weil sie sehr anpassungsfähig sind. Trotzdem warten sie in den Tiefen des Meeres darauf, sich früher oder später wieder als Herrscher in die Lüfte erheben zu können. Und das waren die gruseligsten urbanen Legenden aus Island, Teil 1. Und wo ich gerade so darüber nachdenke, gab es nicht auch mal eine Sendung, die die Skrimslis hieß? Ich meine, sowas mal gehört oder gar gesehen zu haben. Nächste Woche kommen Legenden aus Island, die die Älteren unter euch teilweise eventuell auch aus dem Fernsehen kennen. Es gab da mal so eine Zeichentrickserie, die sich stark um den Umweltschutz drehte. Den genauen Titel sage ich jetzt mal nicht, aber die Hauptfigur, ein Sagenwesen, hieß David. Ich hoffe aber, dass euch dieses Video soweit gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.